Moin Moin, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück in Malaysia mit dem Virus. Ei, mit Ei! Und ich hoffe, das Ding hält vom Wetter her. Ja. Also wie du siehst, wir sollen einmal Boxenstopp machen und dann 10 Runden mit den letzten Reifen auskommen. What? Ja, okay, es ändert sich sowieso immer, da brauchen wir gar nicht nachgehen. Wahrscheinlich. Die lange Strecke mit 14 Runden, das zieht sich hin. Da sind nur 22 Minuten. Also dann würde ich sagen, los geht's. Ja, ich tue noch ein bisschen Benzin runterstellen. So. Und dann würde ich auch sagen, gehen wir los. Eie, eie. Ich hasse Starten, ich hasse es. Ja, nein, ich bin nur. Ich hasse es jetzt. Hallo Hamilton, was willst du hier? Verpiss dich! Oh, Hemmelwurst! Oh. Was ist denn das für... Okay, das ist ein guter Beginn. Nice, oh. Virus, nice, ganz ruhig. Alter, mitten auf der Straße und bremst, ey! Ja, weil ich ihn ausgebremst hab und er muss ja auch irgendwie da rum, ne? Wow, Daniel, hat nicht viel die Karre verzogen bei dir? Nee. Aber unsere Lieblingskurve, die kommt ja gleich noch. Ja. Ich hasse sie wie die Pest. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Ich starte heute, egal, bei allen drei Rennen bin ich zu spät gestartet, die wir heute gemacht haben. Oh. Oh, komm rum. Oh, was ist das denn? Meiner will ich mal bremsen, ey. Bremse voll für den Arsch. Jo, fahr mir Leute rein, du siehst doch, dass ich rausfahre oder was? Bist du doof oder was? Ich? Die Kondition hat ja wohl jemand anders gemacht mit mir. Naja, du musst ja beim Rausfahren aufpassen, dass du keinem. Das muss ja keiner wissen, ne? Das Spielweise, das reicht ja. Oh, der Hamilton ist auf dieser Strecke aber echt nervig. Ja. Oh, wie man hier durch die Kurven schleicht, ey. Die Kurve kann man schön mit einer Lenkbewegung durchnehmen. Ja, hätte ich aber auch ganz gerne gemacht, aber nee, Milton. Ja gut, Keule, machst du nix. Pass nur auf, dass du dir an dem nicht kaputt fährst. Geht doch. Oh Mann, aber wie, ey. Und jetzt ganz geschmeidig Vorsprung rausfahren und dann ist alles gut. Wir brauchen einen Doppelsieg. Oh, was ist denn das? Jo. Meine Reifen gehen kaputt durch den Drecksack. Ausgezeichnet. Das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Oh, der ist aktiviert. Da muss er jetzt aufpassen. Da geht der Hamilton gleich bestimmt auf den Sack mit DRS. Boah, wie zaghaft man in Malaysia ans Gas gehen muss, ey, nach einer Kurve. Das ist ja grausam. Na, guck, geht doch. Der Hamilton kommt nicht hinterher. Sehr schön.
Vielleicht hat der Hamilton ja auch Schaden gekriegt, dadurch, dass ihr euch da so ein bisschen gekebbelt habt. Ja, meine Reifen auf der linken Seite sind dunkelgrün, also nicht hellgrün. Ja gut, das geht ja noch. Und lange musst du ja mit den Reifen nicht mehr fahren. Ich hasse das. Ich hasse diese Scheißkurve, ey. Alter, Satansbraten. Ein Anfall, ey. Blutrausch. Naja, man darf nicht, wenn man am Lenken ist, Gas geben. Dann dreht er sich sofort weg. Reifen gerade stellen und dann... Einmal eine Runde kotzen, bitte. Ja. Komm rum. Oh, ich hasse diese Kurve nach Start und Ziel. Schmidtchen Schleicher, ey. Scheiß Kör. Da wollte er mich wieder umdrehen, die Sau. Scheiß Kurve, ey. Die Kurve, die ist echt. Ja, besonders jetzt mit einigermaßen runtergefahrenen Reifen, weil. Ja, die sind richtig runtergerannt, ey. Ich bin überlegen, vielleicht noch eine Runde oder dann fahre ich rein. Na, ja, bei 14 Runden, jetzt schon? Oh. Ja, ich hab 44%, so. Ach so, oh. Das sind noch die Reifen vom Rennen. Vom jetzt Qualifying, ja. Boah, ja. Ich fahre mir gerade was zusammen, ey. Pff, die Reifen fahren nicht besser. Wenn du Pech hast, musst du dann zweimal rein oder so. Muss mal gucken. Kannst natürlich jetzt schon. Boxenstopp! Ich bin schon da. Gelbe Reifen mache ich nicht mit, Mann. Das ist mir zu. Dann versuche ich lieber die Kackzimmer einzuholen gleich. Ja, gut, wir müssen ja auch noch alle in eine Box, von daher. Alles gut. Oh! Da brauchst du wenigstens nicht mehr. Achso, hast du schon Strafe gekriegt, oder was? Nein, alles gut. Ich fahr jetzt gerade raus, hab ich gesagt. Bin aber 19 da. Ach, wie gesagt, die müssen ja auch noch alle. Der Fahr! Jetzt in ein, zwei Runden kommen die alle. Ui, komm ich weit raus. Oh, wird Zeit, dass ich auch gleich andere Reifen kriege, ey. Ja. Ersten zwei dunkelblauen Red Bulls habe ich hier. Das ist die Kurve, wo ich mich drehe. Was ich jetzt gerade nicht gemacht habe. Oh. Wen hast du denn, an wen bist du denn da gerade dran? An Eriksen, weil ich den Bärlein gerade hinter mir gelassen habe. Ach, die Sauber, okay. Mmh. Aber die sind ja immer da hinten. Einer ist in der Boxengasse. Okay. Ja, die gehen ja jetzt alle ran, müssen sie ja, langsam. Das dürfte der Bottas gewesen sein, meine ich. Verstappen ist Zweiter, lol. Dummelkönig.
Ja. Right Center. Oh ja, kommst noch wieder nach vorne, ist kein Ding. Rolle vor mir. Vergiss nicht, diese Runde in die Box zu fahren. Beachte den Abstand zur Tempolimitlinie. Fahr nicht zu schnell. Ja, Jeff. Ich komme ja schon an die Box. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 19,6 Sekunden. Fahr dort vor mir. Halt mal vor mir. Oh. Oh, Daniel ist in der Boxengasse. Du musst jetzt nur noch einmal stoppen. Noch ein Boxenstopp. Ach, versaut. Bin zu früh, zu langsam gewesen. Oh, dein Ernst? Eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Der Typ geht mir, ey. Ach, die kommen jetzt auch alle rein, sehr schön. Komm schon, schneller. Ah, komm rum! Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Erstmal Bottas ein bisschen behindern. Ich habe gerade einen Rundspoiler gekriegt, weil da einer wieder nicht um die Kurve kam und. Das wäre eine super Kurve geworden. Aber der ist ja so langsam da rein, da konnten meine Bremsen selbst von Ferrari nichts mehr ausrichten. Na, dann musst du gucken, dass du damit jetzt gut klarkommst. Ohne links rot, ey. Aber die zwei davon, ja, ich sehe dich halt. Da jetzt ranzukommen mit einem Spoiler, der dann nicht mehr so gut zieht. Und das ist ein guter Abstand, ey, zwischen den. Oh, ne, Linkskurve mit 20. Ja, aber die müssen ja auch noch an die Box, Bottas und Magnussen, deswegen. Dann hast du den zweiten wieder sicher. Vielleicht fahre ich dann auch mit denen rein, dann habe ich eine bessere Chance. Na gut, bis du wieder rauskommst, ne? Musst du mal gucken, weil dich setzen sie ja dann ziemlich weit nach hinten. Musst du gucken. Da Linkskurve kann ich vergessen, absolut für den Arsch. Na, dann musst du halt nochmal. Ist zwar schade. Ich verliere nur Zeit dadurch. Ich drehe voll nach außen. Ich habe keine Chance, eine gescheite Linkskurve zu machen. Rechtskurve zu machen. Boxenstopp. Schade Schokolade. Boxenstopp, Boxenstopp, reagier doch mal hier. Er ist angekommen, bestätige. Mann, ey. Alte Schlafnase. Voll für den Arsch gearbeitet, ey. Tja. Wegen so einer blöden Schnarchpisskopf, ey. Aber oh, da gehen jetzt auch noch mal ein paar rein, wenn du Glück hast. Wirklich ein Anfall, ey. Fünfter, sechster. Ja, klar, fünfter, weil bei dir halt achter, neun, der Spoiler gemacht wird. Aber du kriegst auch neue Reifen, das ist auch was Gutes. Zwölfter, fahr raus. 13. Das Feld ist so weit auseinander, da habe ich keine Chance mehr. Ja, ich drück doch die ganze Zeit auf diesen scheiß orangenen Button und nichts passiert. Himmel und Sack, Scheiße, ey. Oh. Ey, das gibt's doch nicht. Jetzt ist mir die Karre einfach ausgebrochen, Alter. Das gibt's doch echt nicht. Ja. Himmel, ey! Boxenstopp. Boxenstopp. Verstanden, geht in Ordnung. Fuck, jetzt muss ich noch mal rein. Okay, geh sanfter mit dem Wagen. So viel Schaden verträgt der Aufdauer nicht. Himmel, jetzt fahr doch mal, was ist das denn zum Faktor? Es gibt's nicht, ey. Ganz ruhig. Ja, ich kann ja mit dem Scheißspoiler wieder reinfahren, Mann. Was machst denn du? Dieser. Oh, die fahren sich ein Bullshit hier, ey. Nicht einen Anfall kriegen soll. Er wird die Performance beeinflussen.
Ja, dann ist er halt beschädigt. Da wird mich das. Aber meine Fresse nochmal. Scheiße, ey. Na komm, komm. Alter. Scheiße da, jetzt muss ich mich wieder komplett an den. Dabei sah es eher so gut aus. Ah. Scheiß Kurve. Hacke gekriegt, ey. Oh, jetzt muss ich bremsen, weil der Hamilton zu lahm ist. Nase juckt, nein! Oh. Was ein Kampf, ey. Oder Krampf, oder wie du es nennen willst. Das ist eher ein Krampf. Zielplanziel ist plus 1. Schnellere Motor. Und ich komm nicht ran, ey. Ich fahr nicht in die Boxen, weil Jeff das sagt, ey. Nee, dann wäre er ganz vorbei, glaube ich. Weil ich dachte mir dann noch, ja, wir wechseln dir die Nase, wir wechseln dir die Reifen und passen die Strategie an. Ich so, welche Strategie willst du denn da noch ändern? Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,3 Sekunden. Komm schon. Komm, Ricciardo, bremst mal für mich. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Okay, Box, Box, Box. Wir passen die Strategie an. Komm diese Runde rein. Oh, kommt sie doch rum, Mensch. Mann. Reparier doch den Flügel wieder, während ich fahre, Mensch. Gibt's doch nicht R2D2 oder was machen meine da? Ja, wäre schön. Ui, 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 ui. Ricciardo, das war knapp. So, Verstappen, komm her. Ein Red Bull Sandwich, will man das? Nein. So, auf der Geraden dürfte ich wohl etwas mehr Speed haben wie du. Und tschüss. Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Oh, das ist eine Arbeit. Mhm. Vier Runden versuche ich jetzt noch zu Ende zu fahren. Ja, versuch's so gut wie geht. Bisschen rangekommen bin ich jetzt. Vielleicht kriegst du ja noch ein oder zwei. Ich weiß ja jetzt nicht genau, wie viel da du bist, aber... 11. Ja, dann musst du noch einen kriegen, dann kriegst du wenigstens noch einen Punkt. Guck, wie weit du schaffst und dann... Ich denke mal schon. Ich habe gerade einen gesehen, nicht mehr so weit weg. Ich habe jetzt ein bisschen aufgeholt, habe ich, weil ich gerade so ein bisschen vorsichtig fahre. Komm eigentlich einigermaßen gut durch. Wenn du Glück hast, kriegst du noch ein paar mehr von denen. Ja, ich habe sie vor mir. Ich hatte bis jetzt keinen Dreher gehabt in den beiden Kurven da. Sehr schön. Aber ich muss halt, wenn ich eine Linkskurve habe, ganz schön in die Eisen treten. Kann nicht voll durchpetzen wie die. Weil mein Spoiler immer roter wird. Oh ja, Alter, ich habe die Kurven vorher aber noch besser gekriegt. Was die Reifen jetzt? 16, 12, ne. Spoiler ist aber gleichbleibend. Kann ich sein, dass ich auf der Kurve, auf der Geraden. Komm. Weiß es nicht. Alter, zieh rum, ey. Fang nicht an. Alter. Oh.
Aber diesmal wird kein Mercedes auf dem Treppchen stehen. Das ist doch schon mal geil. Ja, auf der Geraden. Ich sehe sie vorne. Gut. Vorher war ich so weit weg, dass die schon um die Kurve, also auf der Zielgeraden waren. Mhm. Ja, man sieht es auf der Karte. Kommst gut ran. Wenn du DRS kriegst, dann bist du ja sowieso noch besser dabei. Ja, aber dann muss ich das halten. Das ist dann, das ist ziemlich schwer, ist das gerade. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Langsame Kurven. Wahrscheinlich auch den ihren Niveau, aber große, schnelle Kurven, das schaffe ich nicht mit dem Spoiler. Na gut. Machst du nichts? Da ziehen sie mir dann wieder weg. Mann, da muss ich echt zu viel runterbremsen, ey. Komm schon, Pferdchen, das machst du schon. Ja, damit komme ich ins Ziel. Hauptsache ankommen. Ich arbeite mich Runde immer ein bisschen näher ran. Aber zum Überholen, da muss jetzt irgendwas passieren da oben. Ja. Da, dass du disqualifiziert bist, wenn du zu viel ausbremst. Ja, das ist es ja eben. Du musst in ultra langsam fahren, so ein bisschen. Da könnte ich dann auch was kriegen. Vor allem das Problem ist ja, dass ich den hinteren Pull kann ich ja nicht abbremsen, weil mich dann Ricciardo und Verstappen überholen. Hier ist so breit die Strecke, wenn die jetzt so schmal wäre wie davor. In der Kurve müsstest du es machen. Oh. Scheiß Kurve hier unten, mein Gott. Ja, sieht gut aus. Oh, traf mich doch nicht so weit nach außen, du Bambusbieger! Ich hab vergessen, dass ich nicht so fahren kann wie die da vorne. Das gerade, ich will aber noch rankommen. Ich entferne mich eher, bevor ich wieder rankomme. Ja, jetzt durch den Fehler gerade. Weil ich dann gerade versucht habe, meine Fahrweise umzuändern. Und das hat mich jetzt gerade wieder weggeweitet. Ach, ist scheißegal. Da war ich auch als Bambuslöffel durch die Dingens da, ey. Ja, ist jetzt eh nur noch eine Runde, da ist das dann. Brems, sag ich! Du brauchst doch keinen Frontspoiler zum Bremsen, Alter! Krass ist her! Ja, weil du dann keinen Anpressdruck mehr hast vorne, deswegen ist das mit dem Bremsen auch nicht mehr so toll. Dass sie echt das eine von dem anderen abhängig machen. Das ist halt in echt auch so, ne? Mann, ich hab die ganze Scheiße, die ganzen Dinger da vor mir. Wenn ich die überholen könnte, wäre ich Dritter. Jo. Oder Vierter. Vierter. Aber wäre auch noch gut. Aber ich komm einfach nicht ran. Nee, mit dem Spoiler ist das dann... Wenn jetzt noch 15 Runden zu fahren wären, dann hättest du noch mal eine Box und dann wäre vielleicht, aber so. Schade. Schokolade. Du kannst ja die nächsten 2 Runden fahren, Jeff, damit du mit dem Benzin auskommst. Oh.
war aber einigermaßen nicht schlecht gerade. Ja. Könnte ich einer überholen und ich kann auch keinen überholen. Das geht. Ach ja. Trag mich wieder hier raus. Steht grün, kannst Gas geben. Spoiler sagt nö. Ach ja. Jo, oh, die Red Bull, die haben sich aber ein knappes Ding noch geliefert. Das war knapp bei denen. Oh, Grosjean Fünfter, wow. Oh, da kommt der ganze Pulk an. Schade, schade. Ja, ist. Die waren echt alle so nah beieinander. So nah und doch fern. Trotzdem, good job, good job. Mit so einem Flügel muss man auch nur Elfter bleiben können, deswegen ist das gar nicht mal so bad gelaufen. Mit dem springenden Pferd. Tja. Oh, Jeff, Alter, du bist lustig. Zweimal lila da oben. Wow. Ja, aber roter Schriftzug von Red Bull. Hast aber trotzdem wieder irgendwie. Naja. Passt. Ist mal was anderes hier oben. Ja, sonst habe ich immer zweimal weiß da stehen. Eieieiei. So. Die tabellarische Auswertung kommt immer hinterm Video. Nicht, damit ihr Bescheid wisst. So, hier sehen wir nochmal. Alter, ein Toro Rosso auf 7. Ein Haas auf 5. Die schlechten Dinger. Und Kevin Magnussen mit einem Haas auf 10. Gut, Hülkenberg und Alonso waren auch nicht schlecht. Good job, good job. Ja, meine lieben Freunde, Virus hat gekämpft wie ein Wilder. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ja, viel Spaß beim Zusehen oder beim Anschauen. Ciao, tschö.